Meine Damen und Herren, bitte hören Sie ganz genau zu, denn jetzt kommt Trinomos, die Ballade von Trinomos, dem Philosophen, ein Werk von Gurgelsalat, namentlich Martha Fahrt und Rudy Oliver. Und bitte. Trinomos, der Philosoph, ein Mann, noch jung, doch weise, hat Drang nach draußen, weg vom Hof, will fort auf eine Reise. Der König schätzt sein Selbstvertrauen, er spricht: Allein, du seist befreit, doch gibt es viele schöne Frauen. Wenn du zurückkommst, seid zu zweit. Ich danke Ihnen, Majestät, dass ich die Welt nun sehen werd, dass ihr erhört, was ich erfleht. Gar selig sattel ich mein Pferd. So reitet er durch Stadt und Land, sieht viel und denkt viel nach. Lebt in den Mund von seiner Hand, doch liegt sein Herz noch brach. Endlich begegnet er der Muse, die er sein Leben lang ersehnt. Sie steht vor ihm mit weißer Bluse und singt an einer Wand gelegt. Er würde gern sein Leben lang noch so dort stehen vor der Frau und ruhig lauschen dem Gesang, auf das derselbe ihn erbau. Verliebt sieht er das Mädchen an, am Hofe soll sie singen. Heiraten möchte ich sie dann. Das sollte doch gelingen. Doch yeah! Wird er dann eingeholt vom Schicksal, das es böse meint. Und plötzlich tückisch und gewollt sein Leben zu zerstören scheint. Die weitere Handlung ist fatal, doch ist sie schnell erzählt. Ja, eigentlich ist sie banal. Die Frau war schon vermählt. So hat er denn genug vom Leben, der nunmehr alte Philosoph. Und nach der Ewigkeit nun streben will er, nur nicht zurück zum Hof. Der König soll doch nicht erfahren, dass ich kein Weib für mich gewann, denkt er sich, denn er soll bewahren das Bild von einem guten Mann. So stürzt er sich von einem Turm, entfernt sich aus der Erdenzeit. Agiert er nun vielleicht als Wurm, als Blume in der Dankeschön.